Also viele Menschen deuten bestimmte Symptome dann falsch, die auftreten, wenn man in so einem Entgiftungsprozess ist. Und dann kriegen sie Angst, wenn es dann mal wehtut, wenn Muskeln Schmerz, Muskeln, es können ja wirklich, wenn eine Entgiftung einsetzt, kann das heftig sein. Es kommt darauf an, wie das Leben vorher aussah. Wenn jemand noch Medikamente genommen hat über eine bestimmte Zeit, wenn jemand sich kaum bis gar keine Gedanken gemacht hat, was er isst, wenn er einen wahnsinnig Stress hatte die letzten Jahre. Also all das hat ja was mit dem Körper gemacht. Und wenn man dann in so eine Kur mal geht, dann kann das heftig werden, auch emotional. Ne? Man entgiftet ja nicht nur, ich sag mal, auf materieller Ebene, sondern auch so emotional. Die Zellen haben ja auch andere Dinge abgespeichert. So. Und auch das wird dann sichtbar und kommt mal raus. Und auch davon befreit sich der Körper. Und wenn man dann jemanden hat, der einem helfen kann, diese Symptome zu deuten und einem dann so ein bisschen an die Hand nimmt, ich glaube, das macht meine Arbeit eigentlich so wertvoll auch.